Ja. Ich habe nichts gesagt. Gut, wir könnten hier rausgehen und den Umweg ins Dorf nehmen. Oder wir entdecken noch eine versteckte Mantel des Geisterrufers. Abwehr von leichten Treffern. Landry. Wobei, du hast schon Immunität gegen vergiftet und... Wirkungsbereich auf Gegner verglichen mit Ausdauer. Ja, die habe ich damals als erste Login-Belohnung für den Account gekriegt. Dann leg das Ding mal ab, Landry. So. Wieder hier durch zurück. Ja, der Tooltip da stimmt aber auch nicht ganz, weil ich spiele nicht auf Pfad der Verdammten. Und trotzdem kriegen meine Leute Wunden, wenn sie stark angeschlagen sind. Das heißt eigentlich, die Altmauern von Zwillingsfluss habe ich abgeschlossen. Biografie, die sollte ich mir auch irgendwann mal vorlesen. Enzyklopädie ist nicht so wichtig. Notizen Klingengrab. Ja. Meiste besiegte Feinde bin ich gewesen. Höchster Schaden gegen Einzelziel tötet im Schaden. Höchster verursachter Gesamtschaden ist Beric. Meiste kritische Treffer bin ich. Meiste Treffer bin auch wieder ich. Höchster erlittener Schaden ist Beric. Und am häufigsten bewusstlos ist auch Beric. Meiste Zeit in der Gruppe müsste eigentlich ich sein, aber ich zähle wahrscheinlich nicht. Also ist es Beric. Beric hat einen Havoc besiegt. Wir haben insgesamt schon fast 300 Feinde besiegt. Und haben schon... Reisezeit. Eine Spanne, 20 Tage, 22 Stunden. Verstrichene Zeit, ein Tag, 10 Stunden und so weiter. Zeit im Kampf, Zeit in Gruppe, nur 9 Stunden. Achso, das sind Realstunden oder was? Kann aber auch nicht sein, so lange wie ich schon spiele. Stärkster besiegter Gegner ist Heimtücke. Havoc, sie auch ein Havoc. Er hat einen Weisen, sie eine Heimtücke. Sie hat Janos besiegt. Und sie Plattfuß Ferris. Okay. Naja, die Havocs sind auch irgendwie die stärksten Gegner bis jetzt in dem Spiel. Das sind ja sozusagen die Mini-Bosse in den Altmauern. Also ich denke mal, jeder Turm, abgesehen von Vendriens Brunnen, hat so einen Havoc. So, ich werde jetzt aber eiskalt den Geisterbannhelm behalten. Weil die Altmauern hier sind jetzt sicher. Ich habe den Turm für mich beansprucht. Ja. Kehre nach Lydians Kreuzung zurück und gib Adian den Geisterbannhelm oder behalte ihn selbst. Beweise gegen Graven Ash. Niemand bleibt zurück.
Ja. Mit Vintra wegen den Leichen reden und mit der Schmiedemeisterin wegen dem Schmiedelehrling, den wir da gefunden haben. Dann werden wir von dort erstmal zum Turm in Vendriens Brunnen reisen, um dort zu rasten. Auch wenn das jetzt kontraproduktiv ist für Tötet im Schatten. Aber so kriegen wir wenigstens unsere Boni wieder mal aufgefrischt und Beric seine Wunden geheilt. Ja, da kommt auch schon jemand. Siedler, Schicksalsbinder, bin ich freue mich zu sehen, dass du noch lebst. Mit einem den Tumult, der aus den Alpenmauern zu vernehmen war, begann sich Edian schon Sorgen um dich zu machen. Er schickte mich aus, um dich zu finden, solltest du nach Kletians Kreuzung zurückkehren. Er versuchte ein paar Geschmiedensoldaten davon zu überzeugen, in die Alpenmauern zu gehen, um zu helfen. Aber sie haben sich alle geweigert. Es scheint, als wäre ihre Hilfe nicht gebraucht worden. Vielen Dank für die Information. Die Probleme mit dem Altmauern könnten mich niemals davon abhalten, Nidians Kreuzung zu beschützen. Wir sind dankbar für deinen Schutz. Er verbeugt sich tief und läuft davon. Right. So, also erstmal die Schmiede, weil das am nächsten liegt. Vielleicht finden wir hier in der Schmiede auch einen Händler, der uns Schrott abkauft. Bei den ganzen Rüstungen der Bronzenen Bruderschaft und all das könnte ich gut und gerne loswerden. Das ist nicht die Schmiede. Das ist keine Schmiede. Das eins weiter ist die Schmiede. Ja, und vor der Schmiede steht ja ein Händler. Zeig mir, was du zum Verkauf anbietest. Genau. Rüstung des eingebundenen Lehrlings. Das ist eine Eisenrüstung, eine schwere. Ohne irgendwelche besonderen Vorteile. Eisenkehlstück. Nein, aber die da hätte ich gerne eigentlich. Und ich würde gerne verkaufen. Aus meiner Sammlung. Beinschienen der Bronzenen Bruderschaft. Noch einmal Beinschienen. Die Geisterhauchhandschuhe nicht unbedingt. Die sind ziemlich stark. Obwohl Grabeslicht beherrschen. Aber sie sind. Ja. Helm der Bronzenen Bruderschaft. So. Schwerer bronzener Kürass. Eisenschreiterrüstung. Handschuhe des Momentums. Ist alles okay. Leichte Bronzestiefel. Plat des Feiglings fliehend. Geisterhauchhandschuhe. Achso, das waren ja gerade die. Armschienen der Bronzenen Bruderschaft können weg. Leichte Bronzestiefel, schwere Bronze. Nö. Das behalte ich mal alles. Die Sachen behalte ich eigentlich auch gerne. Außer dieses schwarze Eisenarmband, das verflucht. Nö, ich behalte es als Souvenir. Pläne für Handschuhe und so weiter. So, hier können auf jeden Fall mal die ruinierten Hämmer alle weg. Die ruinierte Axt und das Ding. Hier können alle Heiltränke weg. Auch die hier.
Und die hier, ich will das ohne Heiltränke schaffen. Waffen, genau, Waffen. Axt der Bronzenen Bruderschaft kann weg. Kriegshammer. Bronzener Katar, den kann ich Lyra geben. Axt des Erstbruders, Kriegs... was hat Tötet im Schatten? Achso, die hat Sturm. Ja, gut. Bronzener Wurfspeer, Ringklinge. Das ist eine Zweihandwaffe. Und hat haltbare Kraft, Ruhm. Kann ich mal nach Gegenstandstyp sortieren. Hammer des Eisengebundenen. Bist du eigentlich ein Artefakt? Nee, du bist nur ein Meisterwerk. Ruf der Titanen, Bronzeschwert aus Arden, kaiserliches Eisen, Verheißschalter, Klinge des Ruins, Ringklinge. Hier hätte ich einen sehr guten Kriegshammer der Bronzenen Bruderschaft zum Verkauf. Der ist noch verheerend. Ist der auch verheerend? Ja. Warum ist der da ein Silber 5 wert und der da nicht? Na gut, dann kommt der auch mal weg. Eiserner Wurfspeer, Bronzewurfspeer, Himmelsklinge, Suchender, Bronzewurf durch, geschmähten Schild, bronzener Turmschild. So. Handeln und fertig. Oder bitte lernen. Wir haben jetzt die Sigil des Feuers. Sengende Hand. 2 Meter macht ein bisschen Feuerschaden. Ein Feuerball. Wirkungsbereich Gegner. Ausweichen. Radius 2 Meter. Trifft das Ziel mit einem Flammenstahl, der ihm und allen Feinden in der Nähe Feuerschaden zufügt. Den hätte ich eigentlich lieber als den Steinstachel oder besser gesagt als den Pfad des Frostes. Da habe ich nämlich 3 Fernkampfzauber. Deswegen erhöhe ich noch deine Stärke und deine Reichweite und Genauigkeit. Vielleicht noch deine Ablenkzeit. So. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und reden mit der Schmiedemeisterin. Du bist zurück. Loha wendet sich zu dir um. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß in Ruß- und Aschetöne getaucht. Ihr Brustkorb erhebt und senkt sich durch ihr angestrengtes Atmen. Die Nachfrage nach Eisen ist immer größer als die Zahl der Stunden des Tages. Sie zieht ein paar schwere Leinenhandschuhe aus und ballt ihre Fäuste. Ihre Fingerknöchel knacken laut. Wie kann ich helfen? Edian erwähnte, dass du Hilfe brauchen könntest. Genau genommen ja. Dieser Ziegenficker Rettemorn hat aus der Siedlung wirklich ein Durcheinander gemacht. Er hat nicht nur das Oberhaupt unseres Ordens geschnappt, sondern auch noch mehrere meiner Arbeiter hier in der Esse getötet. Sie dort ihre Faust auf den Tisch neben ihr, was mehrere Metallbearbeitungswerkzeuge in die Luft fliegen lässt. So sehr ich diesen Bastard auch gerne persönlich aufspüren würde, meine Pflicht gebietet es mir, hier zu bleiben und unsere Verpflichtungen den Armen gegenüber zu erfüllen. Ich wollte schon einige meiner Leute losschicken, um sich um ein paar Probleme zu kümmern. Aber jetzt sind wir kaum noch genug, um dafür zu sorgen, dass diese Feuer nicht ausgehen. Wenn du die Zeit dafür hast, so könnte ich wirklich deine Hilfe wegen einer verschwundenen Lieferung gebrauchen. Erzähl mir davon. Sie hebt deine Augenbraue. Unsere letzte Eisenlieferung war zu leicht. Die Bronzene Bruderschaft überfällt seit Jahren Karawanen der Eisengebundenen und obwohl das Erz nutzlos für sie ist, greifen sie unsere Träger an, nur um uns zu ärgern. Sie verzieht das Gesicht. Ich sollte was wahrscheinlich nicht erwähnen, aber wenn du mir helfen wirst, hast du es verdient, alles zu erfahren. In dieser Lieferung war eine äußerst wichtige Waffe versteckt, die an uns zurückgeschickt wurde. Wichtige Waffen versteckt, die zurückgeschickt wurden. Wir müssen sie reparieren und zurück zu den Soldaten bringen.